Kopf. Siehst du ein Kopfchen? Ja, Tatsache. Hast du gesehen den Füßchen? Sag mal, 60. 60 Okay. Millimeter vom Kopf bis zum Popo. 60. Guck mal, das Herz sieht. Das ist das Herz. Chris und Francisco werden Eltern. Da wächst ein Kind. Ein Baby. Also unser Baby ist jetzt zu sehen. Das ist das erste Mal, dass wir ein komplettes Video sehen können von dem ganzen Ultraschall. Man kann jetzt schon Hähnchen sehen, Kopf. Wie cool, oder? So klein, so winzig. Oh, das ist Film, glaube ich. Ich habe es oft gesehen. Ich weiß auch, so hängt die schon. Das war der Herz. Angefangen hat es ja mit der Schwester von Francisco, die uns ja quasi angeboten hat oder uns beglückt hat, ein Geschenk gemacht hat, ein Kind für uns auszutragen. Das war ja der Beginn. Und das Datum fand ich auch ganz schön. Das war ein Muttertag, hat sie uns angerufen und gesagt, sie hätte ein tolles Geschenk für Muttertag für uns. Sie würde für uns schwanger werden, wenn wir es haben möchten. Seit 6 Jahren sind Francisco und Christian Ferreira de Vasconcellos ein Paar. Vor 3 Jahren haben sie sich verpartnert, mit dem Segen eines evangelischen Pfarrers. Eine von 40.000 eingetragenen Lebenspartnerschaften in Deutschland. Klingt sperrig, aber Ehe dürfen sie es nicht nennen. Die Politik will das nicht. Für mich ist die Ehe das Zusammenleben von Mann und Frau. Und ich möchte keine Diskriminierung und eine mögliche Gleichstellung, aber mache dann eben an einer Stelle einen Unterschied. Zwischen Ehe und gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft ist ein natürlicher Unterschied. Der Unterschied besteht eben darin, dass Mann und Frau die Ehe bilden. Und nicht Mann, Mann, Frau, Frau. Das ist unser Kulturverständnis. Wir haben jetzt einen sehr guten Zustand erreicht im Abbau der Diskriminierungen. Aber die Gleichsetzung mit der Regel, mit der Ehe ist kein Ziel dieser Bundesregierung. Ich bin unsicher, was das Kindeswohl anbelangt, und diese Unsicherheit möchte ich einfach auch zum Ausdruck bringen dürfen, ohne dass ich jemanden diskriminieren möchte. Oder so? Ich glaube, sie haben Angst davon, dass man auch als homosexuell ein Kind oder eine Familie gründen kann und genauso viel Liebe geben kann und genauso viel unser Kind glücklich machen kann, obwohl wir anders sind, nicht wie sie eigentlich wollen. Francisco und Chris sind Anfang 30. Ein Alter, in dem die meisten Heteropaare Kinder bekommen. So ist es in ihrem Freundeskreis. Und auch für die beiden stand immer fest, wir wollen ein Kind. Francisco hat direkt auch von sich aus gesagt, dass er auch gerne eine Familie haben möchte, dass er Kinder sehr gerne mag und dass er auch ein Leben ohne Kinder sich gar nicht vorstellen kann. Und das hat dann super gepasst auch. Einfach so dieses ein eigenes Kind zu haben, die Werte, die man selbst hat, auch zu transportieren, zu sehen, wie das Kind wächst, da zu sein, diese Bindung auch, diese starke Bindung zwischen Kind und Eltern, um das wirklich auch zu erleben. Das ist so der Wunsch und das, was ich damit verbinde. Francisco hat einen Hundesalon. Sein Mann ist Psychotherapeut. In Deutschland dürfen sie kein Kind adoptieren. Sie versuchten es in Brasilien, ohne Erfolg. Dann fanden sie in Sao Paulo eine anonyme Eizellspenderin. Franciscos Schwester trägt das Kind aus. In Deutschland wäre auch das nicht erlaubt. Gibt es eigentlich Probleme, wenn ihr von Brasilien dann ausreist nachher? Eigentlich nicht. Nee? Weil, Entschuldigung, Herr. Weil der Christian ist sowieso der leibliche Vater, also der genetische Vater da ist sowieso. Also da gibt es dann gar keine
großen Probleme. Also er ist ja Vater, also genau. Von den Papieren her. Von Brasilien aus bekommen wir eine Geburtsurkunde, wo Vater und Vater steht. Mhm. Und ich weiß es nicht, ob es in Deutschland... Ob das anerkannt wird. Genau. Ich meine, wir leben im Zeitalter, wo es Möglichkeiten gibt. Adoption und Leihmutterschaft. Und deswegen war das von vornherein klar, mit sich abfinden oder das gar nicht zu probieren, das war keine Option für uns. Oder wir sind jetzt Anfang, Mitte 30 und deswegen ist es für uns jetzt wichtig, das zu machen. Und ich denke, dass es wichtig ist, sich nicht einschüchtern lassen. Aber weißt du, ich meine, du bist so jemand, der so liebevoll ist, da kann ich mir das richtig gut vorstellen mit Kind. Das ärgert schon, dass andere Heteropärchen adoptieren können und wir da aufgrund der Homosexualität so ausgeschlossen werden oder benachteiligt sind, auf jeden Fall. Ja, das war ja auch dann der Schritt zu sagen, okay, wir müssen einen anderen Weg gehen. Aber unfair finde ich es auf jeden Fall. Chris nennt Francisco meinen Mann. Vor 80 Jahren wären die beiden dafür ins KZ gegangen. Die Nazis brachten Schwule um. Auch nach dem Krieg drohte Knast. Der Homo-Paragraph 175 stellte männliche Homosexualität unter Strafe. Bis 1994. Seit 2001 dürfen sich Lesben und Schwule verpartnern. Sie haben fast die gleichen Rechte wie verheiratete Heteros. Steuer, Erbschaft, Rente, alles gleich. Nur gemeinsam Kinder adoptieren dürfen Chris und Francisco nicht. Und nicht heiraten. Keine richtige Ehe also. Die haben in Deutschland die eingetragene Lebenspartnerschaft. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt noch eine weitere Institution sozusagen für sich zu beanspruchen. Dafür gibt es keinen Grund. Jedes Kind kann das unterscheiden, eine Frau und einen Mann. Das ist was anderes. Zwei Männer sind nicht eine Frau und ein Mann. Und das nennt man Ehe seit Alters her. Und wenn die was anderes machen, können sie es anders benennen, aber nicht Ehe. Das ist ein Unsinn. Wir sind der Meinung, dass die Kinder Vater und Mutter brauchen. Und deswegen ist das Adoptionsrecht an die Ehe geknüpft und nicht an die Lebenspartnerschaft. Aber darüber wird diskutiert. Die Wahrheit, die bleibt in 100 Jahren dieselbe, wie sie vor 1000 Jahren schon gewesen ist. Und die Wahrheit ist nach meiner Auffassung die, dass die Ehe besteht aus Mann und Frau. Warum soll ich diese Wahrheit plötzlich vertuschen, nur weil es ein paar Leuten gefällt? Heute wird Alina getauft. In der katholischen Kirche St. Severin von Bergisch Gladbach. Christoph und Udo Schmidt sind die Eltern. Erklären Sie sich auch bereit, es im Glauben zu erziehen. Sie haben schon eine Tochter, Sarah. Sie ist 7. Alina, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sarah und Alina haben anonyme Eizellspenderinnen und Leihmütter in Russland. Christoph Schmidt ist der genetische Vater. Eine ganz normale Taufe. Zwei schwule Väter, zwei Patentanten und viel Verwandtschaft. Vor einigen Jahren in einer katholischen Kirche undenkbar. Pater Jean weiß, wie weit er gehen darf. Ich habe immer schon mal ein wenig so die Befürchtung, es werden vielleicht Leute an mich rankommen, an mich rantreten, um so eine Ehe zu schließen. Und das kann ich jetzt nicht machen, das darf ich nicht, weil das in unserer Kirche noch nicht vorgesehen und erlaubt ist. Und ich hoffe, dass keiner an mich, ein Segen zu und die Menschen, wenn ich eine Eisenbahn segnen darf, dann kann ich auch Menschen segnen. Ne? Die Tauffeier. Diesmal ist die Nachbarschaft vollzählig. Ja, die hatten ja auch Polterabend, ne? Ja, meine Frau ist da hingelaufen, ich denke mir, nee, da gehst du nicht hin, das ist eine Krankheit, was die haben. Ja, ich sag das so, wie das war. Ne? Udos Eltern freuen sich über die Enkel. Es wird schon geredet. Ne? Da müssen die denn noch ein Kind haben, so ungefähr. Ne?
Aber ich habe mich darüber gefreut. Ich war sogar bei der Geburt von der Sarah dabei. Also für mich war das kein Problem. Das ist natürlich jetzt für das Kind, wenn sie jetzt mit anderen Kindern zusammen ist und so und diese Frage aufgeworfen wird, für so ein Kind erstmal schwierig, da mit diesem Thema umzugehen. Und dann fragen manche, was Leihmutterschaft ist. Und dann sage ich, wenn eine Mutter, zwei Väter oder zwei Mamas oder einer Familie noch ein Baby abgibt. Christoph und Udo Schmidt leben im Stadtteil Sand. Sie hatten hier früher ein Hotel. Heute ist Christoph Bankenberater, Udo ist Hausmann. Die Nachbarn haben sich längst an die zwei schwulen Väter gewöhnt. Wie die geheiratet haben, da haben wir beim Poltern eingeladen. Ist mein Mann nicht mitgegangen. Ich bin direkt mitgegangen. Weil er hatte irgendwie eine Antipathie. Aber jetzt sind wir uns viel näher gekommen. Und wir finden das so schön abends, so gemütlich machen wir das mit den kleinen Kindern. Und die dann tun wir hier bei uns hier einen Ramazzotti trinken und einen Dip essen. Der Kleine tue ich immer Pudding kochen. Und also wie eine Familie. Und ich habe auch den Schlüssel von da. Wenn die in Urlaub fahren, dann mache ich Rollladen rauf und runter. Wie so eine Familie. Ich finde, die sind so lieb und nett. Die sind viel besser wie manche andere Familie. Sicherlich am Anfang, als wir geheiratet haben, hat man ein bisschen gestutzt. Dann haben wir beim ersten Kind auch. Aber jetzt auch mit dem zweiten Kind. Also es war nie ein Thema in der Nachbarschaft. Und wir selber werden nicht darauf angesprochen, wo kommen die Kinder eigentlich her. Leihmutterschaft ist in ärmeren Ländern ein Geschäft. Und gesundheitliche Risiken für die Frauen sind nicht ausgeschlossen. Für Udo und Christoph war es die letzte Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Das Jugendamt hat dann auch gleich gesagt, also dass eine Adoption eigentlich ausgeschlossen ist. Aber dass man sich Dauerpflege eben gut vorstellen kann. Und das ging dann auch so weit, dass wir da ein kleines Mädchen kennengelernt haben, das damals im Kinderheim gelebt hat, eine vierjährige Lea. Und da hat man dann erst richtig gemerkt, dass nicht nur das Jugendamt mitspricht in einem solchen Prozess, sondern da auch die Leiterin des Kinderheims, die da ihr Nesthäkchen nicht an zwei Männer abgeben wollte. Ja, und dann ging es halt weiter, dass wir dann gesagt haben, okay, das mit der Adoption, das klappt nicht, oder beziehungsweise auch mit der Dauerpflegschaft, und haben uns dann schlau gemacht über eine Auslandsadoption, was auch sehr schwierig war, bis wir ganz letztendlich den Entschluss gefasst haben, eine Leihmutterschaft zu machen. Den Kontakt zu den Leihmüttern von Sarah und Alina halten sie bis heute. Das ist der Papi, das ist der Papa, das bin ich und das ist Alina. Papas und Papi. Den Papa und den Papi. Weil sonst kann ich die nicht unterscheiden, wenn ich einen rufe, kommt der, den ich nicht meinte. Nur einmal haben die beiden Väter schlechte Erfahrungen gemacht. Als wir für Sarah für einen Kindergartenplatz gesucht haben, waren wir halt hier im Ortsteil. Du warst mit ihr dort, hast dich vorgestellt. Und da ist uns auch mehr oder weniger zugesagt worden, dass das klappt einen Sommer später. Also du warst mit eineinhalb da und dass sie dann mit zweieinhalb in den Kindergarten kommt. Da war der Leiterin wohl nicht klar, dass wir zwei Männer sind mit der kleinen Sarah. Und als wir dann ein Dreivierteljahr später nachgefragt haben, hieß es dann plötzlich, nein, es gibt keinen Platz. Und alle Kinder hier aus der Nachbarschaft gehen in diesen Kindergarten. Und dadurch, dass Sarah in den Ortsteil weitergeht in den Kindergarten, ist es so, dass die Sarah dadurch hier überhaupt keinen sozialen Kontakt hat. Wie findest du das denn, als Baby jetzt mit zwei Vätern aufzuwachsen? Ja? Ach, schlecht. Hört sie sich an wie ein eindeutiges Ja? Die fragt schon, wo ist meine Mama oder wer ist meine Mama? Und in manchen Situationen, sie klammert sich auch viel an Frauen. Und manchmal denke ich schon, dass da die Mutter fehlt. Abheben. Aber die beiden, die machen das halt wieder wett. Aber je älter sie wird,
Also da sehe ich schon irgendwie Probleme kommen. Ne? Und was, wenn Sarah und Alina wissen wollen, wer ihre Mütter sind? Die genetische Mutter wird schwierig, weil das ist ja eine anonyme Sache, die... Ich denke, speziell in Russland, denke ich, auch nicht auflösbar ist. Die Möglichkeit ist einfach nicht da, die kennenzulernen. Aber wenn sie ihre austragende Mutter kennenlernen möchte, dann kann sie das irgendwann, wenn sie das möchte. Auf dich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gute Nacht, Mäuschen. Schlaf schön. Luca ist 15. Er lebt in Berlin. Manchmal überlegt man sich einfach, wie es wäre, wenn ich ein Hetero-Paar als Eltern hatte, wenn ich einen Vater hätte, aber das war jetzt nie so, also ich habe nicht wirklich so gedacht, ich habe Eltern, die sind beides Frauen. Meine ganzen Freunde haben einen Mann und eine Frau, dieses so ein Denken hatte ich nie, also ich habe nie mir das nie wirklich so. Das war einfach so. Es war einfach eine Realität, die ich kannte und ich wusste, sie war anders, aber ich konnte sie auch nicht ändern. Und ich wusste auch, dass es nicht schlimm war. Seine Mütter lebten damals in Amerika. Dort suchten sie sich einen Samenspender. Ich weiß nur, dass ich eigentlich schon immer wusste, dass ich durch künstliche Befruchtung geschaffen wurde, dass ich lesbische Eltern habe, obwohl ich nicht jetzt genau verstand, was das eigentlich heißt. Aber ich wusste, das sind zwei Frauen. Vermisst Luca einen Vater? Aber es ist weniger die Vaterfigur, sondern einfach vielleicht einfach jemanden, den man auch mal schlagen kann. Einfach den man ein bisschen männlich in dem Sinne sein kann. Das vermisst man manchmal, ja. Wenn ich 18 bin, hätte ich das Recht, ihn zu suchen und seinen Namen rauszufinden. Aber jetzt weiß ich gar nichts. Ich weiß nur, dass er Jura studiert hatte und 26 war. Mehr weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt nie das Bedürfnis, ihn zu suchen, weil das wäre auch einfach irgendwie komisch. Und der hätte jetzt auch bestimmt sein eigenes Leben mit seinen eigenen Kindern. Er ist sicherlich mehr bemuttert. Also es nervt ihn auch, muss man auch sagen. Also man muss sich als Mutter schon, also wenn man zu zweit ist, schon ein bisschen zurückhalten. Also ich habe es ja einfach gemerkt, wo Katrin nicht da war. Und er wirklich das so verbalisierte, so, boah, ist ja super, ne? Nur eine Mutter, die mich fragt, wie war sie in der Schule und wie geht's dir und dieses und jenes. Und hast du denn auch die deutsche Hausaufgabe gemacht? Weil tatsächlich, einen normalen Tag, wenn wir beide da sind, wird er fast immer zweimal gefragt. Naja, ist es anstrengend im Sinne, ich glaube einfach, dass es zwei Frauen sind, fragen sie einfach mehr und sie reden mehr mit dir. Und jetzt als Teenager hast du vielleicht nicht gerade das Bedürfnis, mit denen zu reden oder willst auch nicht mit denen reden. Also ich bin totaler Fußballfan, aber ich konnte eben Luca auch nicht von meiner Fußballbegeisterung so mitziehen. Jetzt bei WM oder EM guckt er schon mal, aber dass jetzt Samstag die Bundesliga geguckt wird, da sitze ich dann doch mehr oder weniger alleine vorm Fernseher. Also hätte man ja sagen können, ist so toll, Luca wird dann mit seinem Vater zum Fußballspiel gehen. Ja, ich bin alleine gegen Leverkusen, gegen Hertha gegangen oder mit anderen Freunden. Francesca Agostini ist die leibliche Mutter. Sie hat Luca ausgetragen. Ich wollte auch nicht ihm ein Mann irgendwie sein, sondern ich bin seine Mutter und ich bin weiblich. Und klar bin ich anders als
ein Mann, ja, und auch nicht ein Vater. Und aber Katrin genauso, ne? Also ist jetzt nicht Katrin ist jetzt hat jetzt die Vaterrolle, ne? Sie ist eine Frau, aber sie ist auch eine sehr unterschiedliche Frau. Und insofern denke ich, dass das aus der, also wenn man sich in der Gesellschaft bewegt, dann trifft man auf Menschen, die einem lieb sind, die zu einer Familie gehören. Es gibt einen Onkel, es gibt zwei Onkel sogar, wo sich das Kind eben ein Männerbild zusammenpuzzeln kann. Aber sicherlich nicht von uns. Aufwachsen ohne Vater. Das teilt Luca mit vielen anderen. Etwa mit Kindern von alleinerziehenden Müttern. Das war doch, wo er die Buben gegessen hatte, ne? Ja. Aber braucht es nicht doch Mutter und Vater, damit Kinder sich gut entwickeln? Das können auch viele behaupten, das werden auch immer noch viele behaupten, dass mir was fehlt, dass ich irgendwie mich männlich nicht entwickeln konnte, weil der Einfluss nicht da war, weil ich einen femininen Einfluss habe. Da kann ich sehr schön sagen, nein, ich bin gut entwickelt. Ich hatte nie irgendwelche Probleme oder ich hatte nie das Gefühl, dass mir was fehlte. Dadurch. Ich muss sagen, ich meine so im Nachhinein, ich meine, Luca ist jetzt 15, das ist immer noch das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich für mich. Ja? Ich für mich auch. Ich bin skeptisch wegen des Kindes. Ich glaube, dass das Kind diese Erfahrung von Vater und Mutter machen sollte. Und zwar Vater als Mann und Mutter als Frau. Diese Erfahrung sollte das Kind machen. Und ich würde deshalb für schlecht erachten, wenn insofern die Adoption freigegeben werden würde. Luca liebt seine lesbischen Mütter. Aber es gibt viele, die sich Sorgen machen um Kinder wie ihn. Leiden sie nicht doch unter der Situation, mit Homo-Eltern groß zu werden? Werden sie depressiv, verschüchtert? Neigen sie zum Selbstmord? Oder werden sie nicht selbst schwul oder lesbisch? Nicht mehr oder weniger als Kinder von Hetero-Eltern. Das sagt eine große Langzeitstudie aus den USA. Entwickeln sich Kinder von heterosexuellen Eltern besser als Kinder von Homo-Eltern? Das hat die Uni Bamberg 2009 untersucht. Das Ergebnis? Kein Unterschied. Trotzdem hat Merkel ein schlechtes Gefühl. Ich bin mir einfach da nicht ganz sicher, ob wir nicht versuchen sollten, dann die Adoption hier nicht so gleichzustellen wie in Paaren von Männern und Frauen. Dabei hat die Bundesregierung die Bamberger Studie selbst in Auftrag gegeben. Aber das wissenschaftliche Ergebnis wurde politisch nie umgesetzt. Das nennt sie ja tatsächlich immer noch, dass sie diese Bauchschmerzen hat, obwohl sowohl unsere Studie, also die Befunde aus der Studie von 2009, als auch internationale Studien eigentlich gezeigt haben, dass es keinen Anlass gibt für irgendwelche Bedenken oder ein schlechtes Bauchgefühl. Die Kinder entwickeln sich entgegen den landläufigen Meinungen eigentlich wie alle anderen Kinder auch. Es gibt sogar Vorteile, die Kinder entwickeln mehr soziale Kompetenzen und sind, was aus der Lebenssituation verständlich ist, sie sind ein Stück weit kritischer gegenüber traditionellen Frauen- und Männerrollen und sensibler für Diskriminierung. Es gibt ja immer die Befürchtung, die würden kein ihrem Geschlecht entsprechendes Geschlechtsrollenverhalten an den Tag legen, also sich nicht als Mann typisch wie ein Mann verhalten oder wie man es in unserer Kultur eben von einem Mann erwartet. Das ist nicht richtig, aber es ist so, dass sie ein breiteres Spektrum haben. Sie wissen, wie sich Männer, also auch ein schwuler Mann weiß, wie sich Männer verhalten und verhält sich in der Regel wie ein Mann. Aber es passiert häufiger, dass solche Kinder auch mal beispielsweise Berufe ergreifen, die jetzt nicht ihrem Geschlecht entsprechen. Dass mal eine Kfz-Mechanikerin gibt oder so. Also sie sind nicht so eingefahren auf unsere, in unserer Kultur existierenden Geschlechtsrollen. Es sind vor allem konservative Christen, die in Stuttgart auf die Straße gehen gegen den Plan der Landesregierung, den Sexualkundeunterricht zu reformieren. Aber das ist nur der Anlass. Wir stehen auf für den Schutz von Ehe und Familie. Und zwar nicht uminterpretiert, sondern wie seit Tausenden von Jahren längst geklärt als die Lebenslösung
unerschleckliche, öffentlich geschlossene Liebes- und Treuegemeinschaft zwischen einer Frau und einem Mann. Am Anfang schuf Gott Mann und Frau. Diese beiden, das gilt heute noch. Und das andere ist alles nachgemacht. Kinder sollten nur lernen, dass es zwei biologische Geschlechter gibt und Heterosexualität das Normale ist, finden die Demonstranten. Alles andere halten sie für Gender-Ideologie. Wir sind nun mal nicht gleich. Mann und Frau ist nicht dasselbe. Das ist ja auch etwas, was wir sagen. Die Gender-Ideologie behauptet, ja, es ist alles nur konstruiert, sozial. Nein, ist es nicht. Wir werden von Gott so gewollt, als männlich oder weiblich geboren. Und wir müssen nicht unter 50 oder mehr Geschlechtern aussuchen, was wir eigentlich sein wollen. Und wir wollen nicht, dass solche Unsinn wie in der Gender-Ideologie in den Kindergärten und in den Schulen gelehrt wird. Ich habe 6 Enkelkinder. Dass sie 5- oder 6-jährige Kinder oder 8-jährige Kinder in verkommenen, heruntergekommenen Sexualpraktiken einweisen und das per Lehrplan in der Schule. Das ist, was das ist. Das ist in meinen Augen großartig pervers. In der Schule sollte man sich auf die wichtigen Sachen da konzentrieren und nicht da so die Genderlogik beizubringen. Ja. Die Gegendemonstranten nennen das Homophobie. Die Organisatoren der Gegendemo fordern, die Schulen sollten die gesellschaftliche Vielfalt anerkennen, die längst Realität ist. Es werden halt einfach wirklich Lügen verbreitet über den Bildungsplan, über den Aktionsplan. Da wird immer davon geredet, dass den Kindern irgendwie Dildos gezeigt werden, dass darum gehen würde, wie man einen Puff betreibt. Das ist erstunken und erlogen. So was steht nirgendwo im Bildungsplan drin. Das ist von niemandem geplant. Es gibt Männer, die Männer lieben. Es gibt Frauen, die Frauen lieben. Es gibt Frauen, die Männer lieben und umgekehrt. Es gibt ganz viele verschiedene Formen des Zusammenlebens, der Familie. Und alles ist gleichwertig. Selbst bei konservativen Christen der Demo für alle ist spürbar, dass Weltbilder ins Wanken geraten. Mama und Papa sind nicht zu ersetzen. Aber wenn jetzt hier Kind im Waisenhaus ist, ein homosexuelles Paar, das Kinder adoptieren will, und die versuchen auch das Beste für das Kind, das ist voll super. Aber letztendlich ist es dann nicht Papa und Mama, weil das sind ja dann entweder 2 Männer oder 2 Frauen. Das ist dann nicht das Gleiche, aber es ist vielleicht immer noch besser als im Waisenhaus. Aber so, das kann man so nicht beurteilen. Und keiner kann was dafür, welche Sexualität er hat. Und deshalb ist jeder gleich wertvoll. Der Widerstand bröckelt. Aber noch wollen die Konservativen den Kampf gegen die Gleichheit der Homo-Ehe nicht aufgeben. In Frankfurt am Main bereiten sich Chris und Francisco auf ihre Rolle als Eltern vor. Und theoretisch könnte ich alles abmachen, so können waschen. Alles und so. Abmachen, können Sie alles waschen. Okay. Immer in den Schonwaschgang, 30 Grad. Nicht zu viele Umdrehungen. Alles perfekt. Ein durch und durch geplantes Kind. Also, das ist nichts für Zufall. Außer, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, und sonst ist alles bei uns geplant. Als wir damals unser Haus gekauft haben, haben wir auch ein Haus gesucht, wo ein Kinderzimmer ist. Das war unsere Voraussetzung. Ein Haus mit einem Kinderzimmer, weil wir ein Kind haben wollen. Okay, ich komme pro. Skypen mit Franziskos Schwester in Sao Paulo. Andrea ist jetzt im 5. Monat. In Brasilien sind Homo-Ehen gesetzlich gleichgestellt. Leihmutterschaften erlaubt, wenn sie nicht kommerziell sind. Sechs Kilos hat sie schon. 6 Kilos schon zugenommen. Franziskos Schwester ist nicht verheiratet. Freut sich darauf, ihrem Bruder und seinem Mann ein Baby zu schenken. Aber wie wird sie sich fühlen, wenn sie das Baby loslassen soll? Nee. Ich denke auf jeden Fall, für meine Schwester wird es sehr schwierig sein, weil es ist nicht ihr genetisches Kind, aber sie hat 9 Monate in ihr und hat sich entwickelt. Wir reden auch sehr offen drüber und ich versuche sie immer auf die Realität zu ziehen, dass es
dass sie irgendwann hierher kommt, aber für sie ist auch ganz klar. Und sie sagt auch selber, sie geht nicht in Kindergeschäft und holt nicht so viel Kindersache, weil sie sich nicht so viel hängen möchte. Es wird für meinen Vater ganz schwierig sein, weil mein Vater sehr emotional ist. Aber wir werden auf jeden Fall darüber sehr ernst reden, damit auch für beide Seiten klar ist, dass das Baby irgendwann nach Deutschland ist. Francisco und Chris fliegen nach Sao Paulo. Sie haben einen Termin mit der Frauenärztin. Sie wollen dabei sein, wenn endlich zu sehen ist, Junge oder Mädchen. Wir haben sehr oft darüber gesprochen. Eigentlich der Standardsatz, Hauptsache gesund. Aber ganz tief, zumindest in mir, wäre es schön, wenn ein Mädchen wäre. Also seitdem ich denke, dass ich ein Kind haben möchte, habe ich schon einen Namen für ein Mädchen. Also erst jetzt haben wir einen Namen für einen Jungen gehabt, aber schon jahrelang habe ich einen Namen für ein Mädchen. Und deswegen glaube ich, ich hätte gerne ein Mädchen. Bei mir ist das völlig wurscht. Also egal, ob Mädchen oder Junge. Hauptsache genau, gesund. Hauptsache gesund, ja, natürlich. Das ist das Wichtigste. Ja. Bilal ist 28. Er lebt in Offenbach und ist schwul. Aber das soll keiner wissen. Kinder hätte ich auch gerne. Eigene. Ich hatte mir mal vorgenommen, da mal irgendwann eine Frau zu heiraten oder eine beste Freundin, die vielleicht, keine Ahnung, keinen Mann findet oder die damit leben kann. Aber eine Frau will ich ja nur heiraten, wenn sie Bescheid wüsste und natürlich, um auch Kinder zu bekommen. Aber so wirklich dränge ich diese Entscheidung mal vor mir, also dränge ich das immer weg, irgendwie verdränge ich das. Ich habe mir jetzt schon oft darüber Gedanken gemacht, aber ich finde keine Lösung. Mit seiner Mutter übers Schwulsein sprechen, für Bilal unvorstellbar. Ich bin mir sicher, dass sie es denken kann, aber dass es so schlimm für sie ist, dass sie es verdrängt. Das wäre für sie einfach dieser soziale Tod. Das ist so eine Schande, wenn man schwul ist oder wenn man einen schwulen Sohn hat. So wird das da bei uns verstanden. Und es ist im Islam verboten und wird da verachtet. Ein Leben im Schatten. Viele Lesben und Schwule aus Einwandererfamilien führen es. Früher, wo ich noch jünger war, war das ganz schlimm. Dass dich jemand sieht, der dich kennt und dass es rauskommt. Und das war halt immer die Panik. Da hat man sich immer dreimal überlegt, ob man weggeht oder nicht. Oder wie man Bescheid sagt und wo man hingeht. Und man hat halt immer versucht, irgendwie unentdeckt zu sein. Ali Utlu lebt offen schwul in Köln. Als er seinen Eltern seinen Freund vorstellen wollte, brachen sie den Kontakt zu ihm ab. Die Familie drohte sogar, ihn umzubringen. Das hat er den Eltern nie verziehen. Also, das mag jetzt zwar hart klingen, eine Familie, die einen Sohn verstößt, nur weil es eine andere Sexualität hat als die eigene, für die kann ich keine Liebe mehr empfinden, für die empfinde ich überhaupt nichts mehr. Weil was ist denn wichtiger, als den eigenen Sohn so zu lieben, wie er ist, unabhängig davon, welcher Religion er angehört oder welche Sexualität er hat? Als Kind erlebte er Deutschland als ein tolerantes Land, bis er 7 war. Dann brachten ihn die Eltern zum Koranunterricht. Der fand damals nicht an der Schule statt, sondern in der Moschee. Wenn man vom gemischten Unterricht plötzlich in den Islamunterricht kommt und Kinder plötzlich getrennt sitzen sollen, der Lehrer dann erstmal erzählt, warum Deutschland ein schlimmes Land ist, weil hier gibt es Homosexualität, hier gibt es Prostitution und alles unislamisch, und bekommt das dann plötzlich eingetrichtert, dann stimmt irgendetwas mit deinem eigenen Gewissen dann nicht mehr. Weil was für dich Normalität ist, wird plötzlich von jemandem, der eine Religion vertritt, als unnormal dargestellt. Ali Utlu hat sich von dieser Erziehung befreit. Andere schaffen das nicht. Man sieht sie in Sexkinos, wo sie ihren Sex holen. Man sieht sie in Gay-Saunen. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht beantworten, was in ihnen vorgeht, wenn ich so einen Mann, wo ich ganz genau weiß, dass er schwul ist und dass er gestern bei mir in der Bar Sex hatte, wenn ich ihn mit seiner Frau beim Einkaufen seinen Kindern wohlmöglich sehe. Also,
Ich kann es auch nicht begreifen, wie man ein Leben lang dieses Doppelspiel mitmachen kann, ohne daran selber zu zerbrechen. Und die Situation wird nicht unbedingt besser, findet Ali. Jetzt kommt ein ganz großer Schwung Muslime oder neue Mitbürger hierher, die vielleicht noch konservativere Ansichten haben. Und da muss halt die Gesellschaft mehr Möglichkeiten schaffen, um Homosexuellen zu sagen, ihr habt jedes Recht der Welt, euch zu outen, und wir werden euch auch begleiten und wenn möglich auch schützen, wenn es Probleme gibt. Sie kamen aus Syrien und dem Irak nach Dresden. Schwul zu sein in ihrer Heimat ist die Hölle. Im Flüchtlingslager in Deutschland war es nicht viel besser für Saif und Yassan, beide Anfang 20. Wir haben schon Selbstvertrauen, aber dort bekamen wir Angst. Wir wurden ja nicht mehr in Ruhe gelassen, als das bekannt wurde. Wir bekamen richtig Probleme. Als ich einmal schlief, hat jemand Papier in meinem Bett verbrannt, unter meinen Zehen. Das Problem waren die anderen Flüchtlinge. Saif und Yassan mussten raus aus dem Flüchtlingsheim. Vielleicht 1% hat es als etwas Normales angesehen. Aber der Rest war total dagegen und hat über uns gelästert. Wir hatten viele Probleme, als wir im Camp waren. Zum Beispiel beim Essen holen hat man uns verjagt. Stellt euch bei den Mädchen an, ihr seid schwul und so weiter. Wenn wir auf die Toilette wollten, sagten sie, ihr dürft nicht auf die Männertoilette, ihr müsst zu den Frauentoiletten. Die Diskussion um die Homo-Ehe in Deutschland erscheint ihnen ziemlich paradiesisch. Ja, wir sprechen darüber auch und wir hören davon natürlich und sehen, dass viele Leute zusammenleben, egal ob schwul oder lesbisch, und glücklich leben. Mögest du der Nächste sein, der heiratet. Was hast du gesagt? Mögest du der Nächste sein, der heiratet. Nein, du. Oder besser, wir beide. Selbst in der dritten, vierten Einwanderergeneration, selbst seit 30, 40, 50 Jahren muslimischen Lebens in Deutschland, wird dieses Thema zu stark tabuisiert. Ich erkläre es mir dadurch, dass man schlichtweg darüber nicht reden will, weil man denkt, es betrifft zu wenig Leute innerhalb unserer Community. Warum sollen wir darüber reden? Es ist anormal. Wenn wir darüber reden, würden wir dieser Gruppe von Menschen ja eine bestimmte Akzeptanz entgegenbringen. Und das halte ich für höchst problematisch und es ärgert mich, um ehrlich zu sein. Wenn eine Minderheit diskriminiert, dann sollten wir es auch so benennen. Und wenn Schwule und Lesben in Flüchtlingsunterkünften Probleme haben, dann gibt es offensichtlich ein Problem von Menschen auch, die in dieser Kultur, in diesem Kulturraum groß geworden sind. Und nur wenn wir das offen aussprechen, damit offen umgehen, dann können wir auch daran arbeiten, das besser zu machen. Nicht indem wir einfach Rabatt geben nach dem Motto, der ist halt aus einer anderen Kultur. Und das macht mir schon Sorge. Deutschland soll für Homosexuelle wie Francisco und Chris ein tolerantes Land bleiben. Trotzdem ist die Homo-Ehe nicht gleichgestellt. Der Bundesrat hat es längst gefordert. Aber die CDU verhindert es. Die meisten Rechte, die lesbische und schwule Paare heute haben, wollte ihnen die Politik nicht geben. Erst das Bundesverfassungsgericht hat sie ermöglicht. Viele Homosexuelle hoffen, dass das Gericht auch die letzte Ungleichheit noch beseitigt. Ich würde es für falsch halten, das Urteil, wenn es so käme. Und auch für verfassungswidrig. Es gibt durchaus auch verfassungswidrige Verfassungsgerichtsurteile, die kann es ja auch geben. Auf der anderen Seite sucht der Staat, vor allem die Jugendämter, händeringend Pflegeeltern. Und das macht er auch. Ja, genau. Egal ob hetero, lesbisch oder schwul wie Manuel Stock und Tim Heinemann. Und da kann es dann auch mal ganz schnell gehen mit einem Kind. Es kommt der Anruf mit der Ansage, hier ist ein 2-Tage-Alter und der sucht jetzt langfristig neue Eltern. Und können Sie sich das so jung auch vorstellen? Leihmutterschaft kam für Manuel und Tim nie in Frage. Sie haben sich bewusst für ein Pflegekind entschieden. Wir werden ja oft darauf angesprochen. Also wie ist es denn so? Und ist ja ein Pflegekind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einem leiblichen Kind anders wäre. Also es ist unheimlich schön und auch unheimlich vertraut. Und wir gehören da jetzt irgendwie
zusammen und ja, ist ein neuer Abschnitt hat begonnen und auch für ihn. Aber das Jugendamt redet bei allen Entscheidungen mit. Beim Urlaub, beim Arztbesuch oder bei den Dreharbeiten. Das Kind soll nicht erkannt werden. Die leibliche Mutter hat ein Besuchsrecht. Und was, wenn sie das Kind zurückhaben will? Die Gefahr besteht, die Gefahr sind wir immer bewusst oder ist man bewusst, wenn man ein Pflegekind eingeht. Es wird zwar immer gesagt, es gibt kaum Fälle, ja, wo eine Rückführung stattfindet oder stattgefunden hat. Und so im Alltag blende ich es eh momentan eher aus. Schon seit 15 Jahren arbeitet das Frankfurter Jugendamt mit homosexuellen Pflegeeltern wie Manuel und Tim zusammen. Natürlich stellte sich da die Frage, können gleichgeschlechtliche Paare das dem Kind anbieten, ja, was das Kind braucht. Aber da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Also natürlich kommt es da wirklich weniger auf das Geschlecht der Eltern an, als auf das, was die Eltern dem Kind anbieten können. Pflegekinder erlaubt, Adoptivkinder verboten. Sachlich lässt sich das kaum begründen. Es sind im Zweifel auch die Fälle, die viel Gepäck mit sich bringen. Und dafür sind dann lesbisch schwule Paare gut genug. Aber wenn es darum geht, wo es sagen, weniger Kinder gibt, als sagen, die Nachfrage ist bei Adoption, das geht da nicht. Und, hast du was gespürt gerade? Ja. Hat so mit den Köpfchen so gemacht. Sao Paulo. Chris, Francisco und seine Schwester Andrea machen sich auf den Weg zur Frauenärztin. Was denkst du, das ist? Ich denke, das wird ein Mädchen. Ein Mädchen. Ah, ein Menino. Ein Junge. Zurück in Frankfurt. Emilio Luis soll er heißen. Ihr Sohn. Für uns und für Emilio wird immer ein extra Wurst sein. Jetzt, weil das ist auch ein bisschen neu für die Leute. Ja. Aber für uns, in unserem Alltag, ist es normal. Wir fühlen uns nicht besonders oder so. Man muss es einfach mal leben. Man muss es vormachen. Das ist eigentlich weder Vorteile noch Nachteile hat für Kinder, in einer solchen Konstellation groß zu werden. Und dann, denke ich, ist die Gesetzgebung, irgendwann wird sie sich der Realität anschließen. Also je mehr ich hier darüber spreche und nachdenke, denke ich einfach, was ist denn das Problem? Wir sitzen hier, wir haben ein stinknormales Leben, ein Kind geht in die Schule, Eltern arbeiten, wir kümmern uns, so wie alle anderen auch. Und versuchen das Beste aus unserem Leben zu machen. Ich glaube, wir werden zumindest versuchen, das Kind so selbstbewusst zu erziehen, dass ihn nicht als Beleidigung wird, sondern als eine Bestätigung. Ja, ich habe zwei Papa. Ja, und?